Ja, ich sehe hier nicht viele Leute, aber ich denke, dass ich etwas später kommen, tut mir leid. Aber wir sind genug, um etwas zu sagen. Also sehr geehrte Damen und Herren, danke fürs Vertrauen, guten Abend und keine Sperre. Herzlich willkommen hier in Bergisdünen bei unserer griechischen Veranstaltung. Ich begrüße die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Kosova und bedanke mich für die Unterstützung des Konzertes. Die Frau Kosova wird uns gleich mal etwas aussagen, mal hören, da würden wir uns freuen. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken an meine Ministerin Christiane Tillmann, die auch viel von uns getan hat und geholfen hat. Bravo! Und natürlich eine große Dankeschön an die Kreisverkasse Köln für die große Unterstützung. Meine Damen und Herren, 50 Jahre Jubiläum griechisch-deutsche Freundschaft und 50 Jahre Jubiläum Griechen in Bergisch-Gladbach, natürlich in ganz Deutschland, aber besonders hier in Gladbach, weil ich selber 50 Jahre bin, und 100 Jahre Jubiläum des Nobelpreises-Trägers Odysseas Elitis. Über Odysseas Elitis wird uns eine Dame gleich ein paar Worte sagen, die Frau Georgopoulou. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, der Bismarck-Jones, Musik in die griechischen Musikgruppen Axiomerski, das heißt gepriesen sein, und Hellas, aber Musik zwei Gruppen, eine Vierpersonen, eine Fünf. Die eine leidet ein Kollege von mir und die zweite leidet ich. Wir beginnen mit einem großen Künstler, der seit ein paar Jahren hier in Gladbach lebt. Er ist Lehrer, er ist Tenor und ist auch Sänger. Also meine Damen und Herren, begrüßen Sie mir Antonis Pimenidis. Und wir bitten Sie jetzt, die stellvertretende Bürgermeisterin, die Frau Kosova, ein paar Worte zu sagen. Inspirierend gewesen und ich kann mich jetzt auch nur outen als Griechenland-Liebhaber und wir waren so oft schon in Griechenland und wollen das auch jetzt Silvester fortsetzen und wollen auch demnächst mal wieder nach Lesbos fahren, wo wir jetzt ja schon den Nobelpreisträger schon notieren. Ja, meine sehr verehrten Herren und Damen, ich grüße Sie ganz offiziell im Namen der Stadt Bergisch Gladbach. Der Herr Urbach kann leider unser erster Stellvertreter, also unser Bürgermeister, nicht als stellvertretenden Bürgermeister vertrete ihn. Er kann leider nicht kommen, aber es ist natürlich eine große Freude für uns, dass Sie als Griechen schon 50 Jahre hier mit uns leben und so viel auch Impulse gesetzt haben. Ich lese jetzt meinen offiziellen Text vor, das ist vielleicht auch noch schöner, gerade um gemessen diesem Anspruch gerecht zu werden. Ja, ich begrüße Sie, wie gesagt, ganz herzlich. Und dieses Jubiläum ist natürlich enorm herausragend. Ich war versucht, Sie mit einem berühmten Zitat vom Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu begrüßen. Aber tatsächlich ist die Freundschaft zwischen Griechen und Deutschen viel älter als nur 50 Jahre. In Deutschland wie in Griechenland ist die Wertschätzung des jeweils anderen seit jeher sehr hoch. Und wir als Deutsche wissen natürlich auch, dass die Griechen eigentlich die europäische Kultur zumindest mitbegründet haben. Die Deutschen bewundern Griechenland als Heimat der großen Ideen, wie wir gerade gehört haben, ist das ja auch in den heutigen
Jahrzehnten noch der Fall der klassischen Schönheit und wegen der wunderbaren Ferien natürlich, die wir bei ihnen verbringen. Die Griechen respektieren unsere deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, verbinden Deutschland aber auch mit BMW oder Franz Beckenbauer. Das deutsche Wirtschaftswunder, viele Väter und Mütter, nicht wenige von ihnen sind Menschen aus Zuwandererfamilien, zum Beispiel die eben auch aus Griechenland kommen. Mit der heutigen Veranstaltung feiern wir zusammen mit ihnen ein großes Fest, 50 Jahre griechisch-deutsche Freundschaft in Bergisch Gladbach. Ich denke, das klatschen wir einfach mal. Diese lange Freundschaft steht für das gute Zusammenleben von Griechen und Deutschen über Jahrzehnte. Und sie steht für das gewachsene Vertrauen zwischen Zugewanderten und Einheimischen. Vertrauen ist das Band, das unsere Gesellschaft zusammenhält. Gewiss haben Sie es, verehrte Herren und Damen, die vor 50 Jahren in unser Land, in unsere Stadt kamen, nicht immer leicht gehabt, wie der liebenswürdige Herr Papandreou mir gerade schon erklärt hat. Aber Ihr Fleiß, Ihr Enthusiasmus und Ihre Bereitschaft zur Integration haben eine Freundschaft begründet, die in den letzten Jahren von allen Bürgern und Bürgerinnen unserer Stadt mitgetragen wurde. Es ist ein guter Grund also, heute gemeinsam zu feiern und zurückzublicken. Sie alle leben und arbeiten in unserer Stadt. Sie sind mit den Bergisch-Gladbacher Gewohnheiten, Bräuchen und Sitten sehr vertraut. Sie leben mit und oder unter uns und nehmen als Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt wichtige und auch ehrenamtliche Aufgaben wahr. Trotzdem ist es richtig, sich ab und zu seiner Herkunft, seiner Wurzeln zu besinnen. Und so freue ich mich sehr, dass Sie heute Abend hier, mitten im Herzen unserer Stadt im Bergischen Löwen, dieses Jubelfest feiern. Und wie kann man das wohl besser als zusätzlich noch in Gedanken eines griechischen Nobelpreisträgers, der wie kaum ein anderer Freude am Leben, den Zauber der griechischen Landschaft und des Lichts in vielen literarischen Texten und Liedern geschildert hat. Odysseus Eligetis, Sie müssen mir mal helfen, das richtig auszusprechen. Sprechen wir das mal zusammen aus. Odysseus Eligetis, ja. Eligetis? Elitis. Elitis. Okay, da hatte ich zuerst ja ganz richtig. Die griechische Musikgruppe Anixum Est trägt dazu mit toller Musik bei. Ich freue mich schon ganz toll und ganz junge Leute sitzen auch dabei. Da gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum 50-jährigen Freundschaftsjubiläum im Namen des Rates der Verwaltung unserer Stadt Bergisch Gladbach. Mögen unsere gemeinsamen Traditionen und Werte auch weiter ein starkes Freundschaftsfundament in einer echten Freundschaft begründet sein und bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine unvergessliche Feier und einen schönen Abend und uns allen eine gute Zukunft. Antonis, bitte im Mikrofon. Ich hänge jetzt 2 Stunden da und danach kommt auch das Video.